Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute, ihr könnt es schon hören, ihr könnt es schon sehen, im Hintergrund Duke Nukem 3D, ein Spiel. Fangen wir nochmal an. Heute im Let's Play Duke Nukem 3D von 1996. Ein Ego-Shooter, der Nachfolger von Doom. Doom war ja alles 2D. Das hier ist nicht 3D, auch wenn es Duke Nukem 3D heißt. Es ist eher 2,5D. Es benutzt nämlich kein echtes 3D, sondern auch nur Raycasting. Dadurch können aber Schrägen dargestellt werden, was bei Doom ja noch nicht ging. Ursprünglich gab es Duke Nukem 1 und 2. Das waren beides Jump'n'Run. Und dieses Spiel kam 1996 raus und wurde in Deutschland auch gleich indiziert. Ich habe es trotzdem irgendwie gespielt. Ich habe keine Ahnung wie, aber es war eins der geilsten Shooter überhaupt. Doom hat man vorher gespielt, Wolfenstein 3D hatte ich vorher gespielt. Das war hier grafisch eben nochmal was ganz anderes, auch weil man mit dem Jetpack durch die Gegend fliegen konnte. Ja, man hat ja auch nicht nur in eine Richtung gezielt, sondern konnte auch nach oben zielen. Was bei der Version hier aber schon mal nicht ordentlich geht, habe ich schon rausgefunden. Ich musste ja ein bisschen die Kontrollen einstellen. Denn das ist auch nicht so einfach. Damals hat man das alles noch irgendwie nur mit der Tastatur gespielt und die Maus gar nicht benutzt. Ich habe jetzt auf WASD umgestellt und der Maus drehe ich mich. Bis 2017 war es indiziert. Mittlerweile gibt es auch, es gab schon immer eine Community, die ein bisschen bessere Grafik gemacht hat und sowas. Und dieses Spiel ist einfach Kult, weil so lustige Sachen da drin sind, aber auch Sachen, die heute einfach nicht mehr gehen. Die Geschichte ist ja die, dass die Welt von Aliens überfallen wird. Die kidnappen die Frauen auf der Welt und lassen die dann irgendwie halbnackt in irgendwelchen, mit irgendwelchen komischen Symbiontenvereinen. Sieht alles ein bisschen seltsam aus. Aber fangen wir einfach mal an. Reden wir nicht mehr. Ich rede zwischendurch. Wir spielen LA Meltdown, der Anfang. Und ja, let's rock. Und die Musik lasse ich einfach aus. Da holt ihr euch den Soundtrack. Die ist auch ganz cool, weil das so ein ordentlich rockig, mettlich ist. Let's rock. So, ich scheine rausgesprungen zu sein. Ich habe eine Pistole, Health und Ammo und genau, mehr nicht. Und jetzt geht's los, indem wir hier mal runterspringen. Landen gleich ungünstig und da ist das erste Alien. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man hier nicht reinspringen konnte. Ach ja, nachladen muss man auch. So, now playing Attack of the Bleached Blonde Biker Bimbos. Okay. Das ist ein Werbeplakat. Und ein Secret Place habe ich gleich gefunden. Ja, den kann ich noch. Also keine Sorge. Was hier auch als Neuerung ist, ist, dass man sich diese Security-Kameras angucken kann. Um dann zu gucken, wo etwaige Gegner sind. Na, da sind, gucken wir ins Kino rein, in die Vorhalle. Und hier auf die Toilette. Und da ist auch schon mal ein Gegner. Genau. Kann man sich alles gut angucken. So, hier haben wir ein Anarchiezeichen. Da drüben ist das Kino. Hier liegen auch Sachen auf dem Boden. Haben wir hier. Ja, es geht vor allen Dingen hier um nackte Frauen immer. Wie gesagt, das ist heute nicht mehr so verträglich. Man konnte auch die Palmen in Brand setzen, soweit ich mich erinnern kann. So, den haben wir. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, was ich bisher mache. Irgendwo schießt noch einer. Von da oben irgendwo. Da ist er. Okay. Da ist er. Und ich habe noch zwei Schuss. Na dann, jetzt haben wir ein bisschen mehr. So, und jetzt gucken, wenn wir hier auch gucken. Now playing at Egg of the. Also, das war das Bild, das wir gerade gesehen haben. Das Poster. Million Dollar. Attack of the Bleached Blonde Biker Bimps. Genau, hier sind wir rausgekommen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Wir müssen ins Kino, soweit ich weiß. Und hier sind auch hier so Sterne. Ein bisschen wie, was ist das, Broadway? Nee, nicht Broadway, was sage ich da? Ihr wisst, in L.A. Walk of Fame. Ich
Ich weiß, dass über mir hier einer ist. Ja, genau. Auf, so machen wir auf. Feuerlöscher konnte man auch abschießen. Ja. Oh, ich habe auch 13 Schuss, das ist nicht viel. Ach, hier sind ein paar Schüsse. Da oben war einer, okay. Rappelt und ruckelt. Okay, hier ist ein Lichtschalter. Kann man mal anmachen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Oh. So, 85 Lebensenergie noch. Dann können wir gleich auffüllen. Oh, das ist eine Shotgun. Oh, cool, sagt er. Sehr cool. Ja, die Sprüche von Duke waren halt echt cool. Oh, sehe ich da Blutspuren? Da müssen wir uns das auch nochmal genau angucken. Ja, hier wo ich langgelaufen bin, ne? Da sind dann Spuren. So, Sister Act 3, coming soon. Und das Sister Act habe ich ja eher so gut Whoopi Goldberg in Erinnerung und nicht das, was ich hier gesehen habe. So, Licht. Ah ja, jetzt sind wir auf der Toilette. Duke Nukem 3D war auch so das erste Mal, dass man so einen Spiegel benutzen konnte. Also es ist ein Spiegel dort. Und genau. Ja. Much better. Auf Toilette gehen können wir auch. Und ja, dann können wir uns im Spiegel ansehen, ne? Damn, I'm looking good. Ja, es ist ein Spaß. Genau, so, die Waffe kann man durchschalten. Und Toiletten kann man auch zerschießen. Wo ist hier eigentlich noch jemand? Nee. Ja, also der hier oben saß, da können wir auch hin. Aha, ein Portable Notepad. Und hier oben können wir auch durchgehen. Bisschen Munition nachgeladen. Ach, hier ist so ein, ne, gefangen. Kill me. Kill me, sagt sie. Ja, mein Flick engaged. Okay, ist natürlich, wenn man nicht keine Munition verbrauchen will. Also die zeigen auch mal das gleiche an. Hm. Ja, wenn man keine Munition verbrauchen will, dann ja, zertritt man halt die Gegner. Okay. Oh, da sind wir. Was ist denn da? Da. Eine Access Card, okay. Da ist auch noch einer. Wo kommt der denn her? Hab ich nicht gesehen. Lichtschalter, okay. Jetzt ist hier hell geworden. Ich kann ja eigentlich mal hier gerade ein bisschen umschalten. So, den schieße ich jetzt nicht ab. So, hier aktivieren. Super. Aber wir sehen da schon in der Leinwand, da ist eine Schwachstelle drin. Da müssen wir drauf schießen mit einem Explosionsgegen-Dings. Ich habe was gehört. Ist aber ganz schön dunkel hier. Da oben ist noch eine Atomic Health. Das heißt, die gibt uns zusätzlich Punkte. Also mit der können wir über 100. Ich
benutze jetzt mein Herd aus dem Inventory. Dann springe ich oben drauf. Okay. Jetzt haben wir auch die Big Fat Gun gekriegt. Und damit können wir jetzt dahin zielen. Und haben ein Loch gemacht. Damit müssen wir natürlich aufpassen. Mit dem dicken Ding. Weil wir uns natürlich selbst in die Luft sprengen können. So, Steroids habe ich noch. Hier ist es echt dunkel. Geht's hier runter? Da geht's runter, okay. Bin ich jetzt wieder gerade ausgerichtet? Mal gucken, wo die Tür ist. Das ist noch rappelt im Karton. Da ist noch ein Medkit. Da steht einer um die Ecke. Muss ich jetzt mit neuen Gegnern rechnen? Oh ja. Aber der sieht von hinten und vorne gleich aus, der Typ. Hehe. Okay. Bei denen hat das nicht geholfen. Da oben ist auch die Kamera. Okay, wenn der hier war, wo ist der Rest? Sind noch welche hier? Was macht die Kasse eigentlich? Das macht irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Okay, oh, nicht darauf schießen. So, jetzt haben wir gute Health. Da oben ist auch noch irgendwas. Okay. Zwei Schuss noch. Hail to the King, baby. Hail to the King, baby. Hail to the King, baby, sagt er. Okay. Ja, hier wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, das Ganze zu zerschießen. Aber das ist mir irgendwie zu dicht dran. Da habe ich Sorge, dass ich mich selbst zerfetze. Kann man eigentlich abspeichern? Man kann abspeichern, okay. Vielleicht mache ich davon auch dann mal Gebrauch. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge. Was war hier? Ach, da sind wir hergekommen. Okay. Da, wir hatten hier was freigeschossen. Im Saal. Da ist noch Munition. Okay, das ist gefährlich. Ein Jetpack. Okay, wir haben ein Jetpack. Da oben geht's weiter. Oder geht's bestimmt weiter. Aber wir hatten noch gerade gesehen, dass wir hier drin vielleicht auch weiterkommen. Da oben ist nämlich noch was. Jetpack war mit J, soweit ich weiß. Ich speichere jetzt einfach mal ab. So. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hoch? Wie schaffe ich es, mit dem Jetpack hochzukommen? Oh, ich kann noch mehr einschalten. Okay. Da sieht man ein bisschen mehr. Aber ich muss nachgucken. Wie kann man mit dem Jetpack fliegen? Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Okay, Jump or Crouch. Christmas. We're waiting for Christmas. Ja, der ist da ein bisschen... schlecht vorbereitet. Na, dann fliegen wir erstmal hoch.
Ah ja. Also das haben wir unten aufgemacht. Und dann gehen wir jetzt erstmal wieder dazu über. Wir wissen, wie wir das Jetpack benutzen, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich mich ducke. Wow. Okay, das hat gefetzt. Oh. Hier sieht es noch nach einem Geheimgang aus. Gucken wir gleich mal. Was haben wir hier? Duke Nukem 2, das Jump'n'Run Spiel. Don't have time to play with myself. Ein Holoduke. Ah, den konnte man aufstellen und dann sind die Gegner auf den gegangen. Don't have time to play with myself. Don't have time to play with myself. Okay. Ein kaputtes Arcade-Ding. Balls of Steel, das ist natürlich auch ein geiler Name. Hier sind nur Outlets, okay. So, jetzt müsste man krauchen können, damit man da durch kann wieder. Habe ich die Tür geöffnet? Okay. Hail to the King, baby. Okay, das war ein Schweinchen. Der schmeißt sich auf den Boden. Okay. Bisschen gruselig. Da fliegt noch einer rum. Ist das schon das Ende des Levels? Gucken wir einfach mal. Hollywood Holocaust completed. Okay, war gar nicht schlecht, oder? Also man schafft es innerhalb von 1 Minute 45, wenn man schnell ist. 3 Enemies left, okay. Secret Sound 6, 2 nicht gefunden. Ist doch eigentlich ganz gut. Let's rock.